von der Bühne. Gut. Also, tschüss. Hallo, hallo. Gut, also ich bin der Daniel Messer, ich promoviere hier am HZB Berlin und ich komme ursprünglich aus Mexiko und ja. Danke, danke. Ich habe sogar hier meinen offiziellen mexikanischen Ausweis dabei. Gut, und ich komme aus Mexiko und ich mache für meine Promotion, ich untersuche Solarzellen und vor allem die Kontakte von der Solarzelle. Ne? Und warum die Kontakte? Weil so Solarzellen sind ein bisschen so, die haben Schichten und das bedeutet, also jede Schicht in einer Solarzelle hat eine unterschiedliche Funktion. Das bedeutet, Solarzellen sind ein bisschen so wie eine Lasagne. Ne? Also die haben so unterschiedliche Schichten. Und was ich untersuche, sind die Kontakte. Ne? Sozusagen das, was ganz oben und ganz unten auf die Zelle ist. Und das versuche ich zu verbessern oder einfach neue Materialien herauszufinden, die Kontakte und Kontakten herzustellen. Und die Funktion von den Kontakten ist einfach, die Elektronen, die in der Zelle produziert werden, raus zu transportieren bis zum Gerät, das wir benutzen können. Gut, und das ist, was ich untersuche. Und um die Kontakten herzustellen, gibt es schon viele Materialien, die wir kennen. Ne? Also seit vielen, vielen Jahren gibt es Materialien, die wissen wir schon, wie sie funktionieren und so. Aber wir wollen neue Materialien austesten, um vielleicht die Solarzellen besser zu machen. Und dafür habe ich so eine kleine Geschichte vorbereitet, wie ihr das schon weißt, und zwar die Currywurst-Debatte. Ne, also das kennen wir alle, die Currywurst-Debatte ist in die Berliner und die Hamburger streiten sich, weil sie sagen alle, ja, wir haben die Currywurst erfunden, aber dann sogar auch die Leute aus dem Ruhrpott sagen, nee, die Currywurst kommt aus dem Pott. Und ich glaube, sogar die Bielefelder sagen, dass sie die Currywurst erfunden haben, obwohl wir alle wissen, dass Bielefeld nicht mal existiert. Ne? Gut. Und diese Debatte werden wir vielleicht nicht aufklären, aber die Pizza Margarita, die wurde in Berlin erfunden. Und ich werde es euch erzählen, ungefähr wie das funktioniert, wie das passiert ist. Und zwar, am Anfang gab es keine Pizza, ne? Aber es gab eine Kneipe. Und so, eine Kneipe, die ist der alte Hund, und ganz normale, da war ein Besitzer und die Stammgäste waren da. Und eines Tages kam ein Kerl und sagte, ich möchte eine Pizza haben. Der meinte, der Besitzer meinte, Pizza kennen wir nicht, wir haben Brot. Ja, warum? Jetzt fragt ihr, ja, wie hat der Kerl Pizza bestellt, wenn es keine Pizza gab? Das ist ganz einfach, weil dieser Kerl kommt aus der Zukunft. Ne? Ganz einfach. Das ist ein Zeitreisender, der kommt aus seiner Zeit, wo die Pizza schon gab. Und der sagt, ich möchte gerne eine Pizza haben. Der Besitzer sagt, wir haben nur Brot mit Käse. Pizza kennen wir nicht. Ne? Der sagt, ja, aber Pizza ist sehr ähnlich wie Brot mit Käse. Ne? Pizza ist Brot plus Käse plus Tomatensauce. Ne? Und der Besitzer sagt, ja, aber Brot in Käse schmeckt ganz gut. Und er sagt, ja, aber Pizza schmeckt noch besser. Ne? Und er sagt, das glaube ich nicht, aber lass mal einen Test machen. Ne? Wie mache ich eine Pizza? Ne? Und dann sagt er, okay, du musst einen Teig machen. Der Teig ist ein bisschen aufwendig, aber so schmeckt die Pizza am besten. Und dann machst du drauf Tomatensauce und Käse und das Ganze wird gebacken. Ne? Und er sagt, ja, und ungefähr so wie viel Tomatensauce und wie viel Käse? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, Sie sind der Koch. Und dann sagt er, okay, ich mache einen Test, aber nicht auf Teig, sondern auf Toast, weil ich werde nicht so einen Teig machen für alle diese Testschichten. Und dann geht er zurück in die Küche, ne, wo Frau Menzel ihm hilft, diese ganze Testscheiben zu machen. Und die nehmen diese Testscheiben und die machen zuerst Tomatensauce drauf. Ne? Und die machen so auf eine Schicht viele Tomatensauce und dann immer ein bisschen weniger, 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 weniger. Und auf eine Toasten keine Tomatensauce und dann Käse drauf. Ne? Und auch in der anderen Reihenfolge. Also hier kein Käse und dann noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und dann kann man sozusagen alle verschiedenen Kombinationen aus Tomatensauce und Käse. Und dann geht er raus zu den Stammgästen und er gibt diese Scheiben. Und die probieren die Scheiben. Und lustigerweise, alle haben unterschiedliche Meinungen, was die beste Pizza ist. Ne? Und das ist nur, weil die unterschiedliche Kriterien haben, um die beste Pizza zu bestimmen. Ne? Für den Ersten ist es wichtig, der Geschmack von der Pizza. Ne? Also ganz normal, ich glaube, ich bin so ein Kerl, je besser es schmeckt, desto besser die Pizza ist. Ne? Der zweite, nach Aussehen. Ne? Und das ist so ein bisschen komisch, aber ich glaube, jeder von uns kennt so einen. Ne? Komisch, aber gut. Und für den Dritten ist wichtig, der ist ein Typ, der ein bisschen so elegant ist. Und für ihn ist wichtig, wie viel sich die Tomatensauce mit dem Brot mischt. Ne? Komisch, das ist ein Kriterium, kann man nichts machen. Und gut. Und das heißt, dass sie alle unterschiedliche Meinungen haben und dann der Besitzer fängt an, so die Nerven zu verlieren und sagt, okay, jetzt gehe ich den Teig machen und wenn ich zu komme,
solltet ihr schon euch einigen auf eine bessere Pizza. Ne? Und dann geht er weg und die fangen sagen, ne, zu reden, das, ich glaube das, dies. So, und wenn er zurückkommt, haben sie glücklicherweise schon sich für eine Pizza entschieden. Ne? Und dann, also für eine Mischung. Und dann er, der Besitzer, macht dann vier verschiedene Pizzen oder Toast mit dieser Mischung und backt sie mit unterschiedlichen Temperaturen. Und er findet dann die beste Backtemperatur und zack, Pizza erfunden, ne? Tada! Danke, danke. Ja, gut, und jetzt sagen wir, ja, was kann denn alles mit Salat? Gut, ich bin ein bisschen so wie diese Kneipenbesitzer, ne? Das ist mein Labor, der alte Doktorand. Und auf einmal kommt mein Chef und sagt, hey Daniel, lass mal ein neues Material probieren, ne? Indium-Wolframoxid. Und ich sage, ach nee, komm, wir haben schon Indiumoxid, wir wissen, dass das ganz gut funktioniert. Und er sagt, ja, aber Indiumoxid ist ein bisschen, Indium-Wolframoxid ist ein bisschen wie Indiumoxid, da muss man nur ein bisschen Wolfram reinmischen, ne? Und ich sage, ja, aber Indium, das ist nur so Indium plus so Wolfram plus Sauerstoff. Und ich sage, ja, aber Indiumwolframoxid funktioniert ganz gut. Und er sagt, ja, aber Indiumwolframoxid könnte besser funktionieren. Ne? Und ich sage, ja, okay, lass mal einen Test machen. Und ungefähr wie viel Wolfram und Indium soll ich mischen? Und er sagt, ja, keine Ahnung, Sie sind hier der Doktor. Ne? Und dann... Dann sage ich, okay, der sagt, du musst hier Solarzellen machen und dann drauf so ein bisschen Indium und ein bisschen Wolframoxid drauf machen. Und dann sage ich, okay, aber dann ich mache den Test auf Glas. Ne? Weil ich will nicht diese ganze Zellen machen, nur um diese Test zu machen. Und das ist nicht so schlimm, weil Solarzellen sind aus Silizium gemacht. Ne? Und Glas ist hauptsächlich so Siliziumdioxid, was im Prinzip sehr, sehr ähnlich ist. Und dann kann ich einfach Glas benutzen und mir die ganze Zeit sparen, die ganze Arbeit. Ne? Und das ist im Prinzip ganz gut. Und gut. Ja, also dann muss man sich aussuchen, welche Arbeit man sich spart. Und dann gehe ich so in dem Labor und da werde ich von Frau Menzel geholfen, die ganze Schichten zu machen. Und dann haben wir unsere Testglasscheiben und dann machen wir so ein bisschen Indiumoxid drauf. Ne? Und dann machen wir ein bisschen Wolframoxid drauf und dann sehen unsere Testscheiben ungefähr so. Ne? Okay, im Prinzip sie sehen so aus. Aber das ist ganz unspektakulär, deswegen lassen wir einfach mit der Analogie bleiben. Die Schichten sehen ungefähr so aus. Ne? Und dann haben wir diese Schichten und dann bringe ich sie raus und ich gebe sie diese an den Stammgäste oder an diese Freunde, damit sie mir sagen, welche Test-Toast-Scheibe am besten schmeckt. Ne? Und dann haben sie auf jeden Fall unterschiedliche Meinung. Warum? Weil diese drei Freunde oder die Stammgäste sind keine Stammgäste, sondern die Laborgeräte, mit denen ich meine Solarzellen messe. Ne? Und den ersten misst einfach die Leitfähigkeit. Ne? Das ist ganz einfach. Diese Schichten müssen die Elektronen transportieren. Das heißt, je leitfähiger, desto besser. Das ist ganz einfach. Der zweite guckt sich das die Transparenz von den Schichten. Ne? Und man würde denken, ja, so wie diese Leute, die auf Instagram posten, aber nee, das hier ist ein super Profi-Gerät. Ne? Das ist ein Lichtspektrometer. Was er macht, ist, er guckt sich die Zellen von vorne an und dann von hinten an und dann hat er so 1000 unterschiedliche Brillen mit Farbfiltern und dann kann er gucken, wie die Zellen unter rotem Licht aussehen und unter gelbem Licht aussehen und so weiter und so fort. Und dann hat man viele, viele Daten. Und dann kann man wissen, wie viel Licht durch diese Scheiben geht. Und das ist wichtig, weil dann können wir wissen, wie viel Licht durch die Scheiben geht. Und desto mehr Licht, je mehr Licht, desto besser, weil wir wollen, dass viel Licht in unsere Zellen reinkommt. Und der letzte misst die Bandverbiegung von Glas und unser neues Material. Ne? Sozusagen die elektronische Anpassung zwischen Glas und Indium-Wolframoxid. Und das hier ist eine Sache, die ein bisschen komisch ist. Und um diese elektronische Anpassung oder die Bandverbindung zu erklären, würde ich relativ viel Zeit brauchen, was im Prinzip nur bedeutet, dass ich das noch nicht ganz verstanden habe. Aber gut, dafür ist man Doktorand. Ne? Und dieses Gerät, mit dem man die Bandverbindung misst, sieht ungefähr so aus. Und da kann man messen, so wie diese elektronischen Bänder sich wiegen. Ne? Je nach Material wiegen sie so viel oder wenig. Und gut, und im Prinzip, das, ja, wenn ich das verstehe, kann ich einen neuen Science-Namen machen. Aber gut, dann diese... kamen unterschiedliche Meinungen und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt weg, den Teig machen oder die Solarzelle machen und wenn ich zurückkomme, müsstet ihr euch schon einigen. Und dann gehe ich weg und mache die Solarzellen und dann diese Gespräch, das diese
ganze, diese Kerle haben, es ist nicht ein Gespräch, sondern man sammelt einfach die ganze Messdaten von den ganzen Methoden und macht eine große Berechnung, ne, mit einer Software und mit einem Rechner. Und dann nach einer bestimmten Zeit kommt man zurück und da hat man schon sozusagen bestimmt, welche Mischung die beste wäre, wenn man sie auf die Solarzellen draufpackt. Ne? Und dann packt man das drauf. Auf die Zellen macht man ein paar verschiedene Solarzellen mit der gleichen Mischung und diese Zellen kann man bei verschiedenen Temperaturen backen und dann kann man dann die beste Solarzelle bestimmen und das ist dann die beste und zack, neue Kontakte erfunden. Ne? Tada! Und wenn man die neue Kontakte hat, kann man sie mit den alten vergleichen und es kann sein, dass sie besser sind oder schlechter. Und wenn sie besser sind, muss man sagen, wie viel besser sie sind und warum. Und wenn sie schlechter sind, muss man dann sagen, wie viel und warum. Und das schreibe ich dann in meine Dissertation und werde Doktor. Und im Prinzip, das war's. Vielen Dank. Und wie ihr wisst, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und mein Vortrag ist jetzt zu Ende. Vielen Dank. Hey.